leuchten sanft die Sterne, noch schläft die kleine Stadt. Das Tageslicht, es schimmert matt. Der Morgen ist nicht fern, ganz langsam kommt der Tag. Die Stadt erwacht zum Leben mit jedem Glockenschlag. Es liegt im Morgengrauen der Zoo uns wohlbekannt mit Benjamin, dem Elefant. Noch gibt es nichts zu schauen, die Tiere schlafen fest in Höhlen und im Käfig, im Baumhaus und im Nest. Der neue Tag wird Schönes bringen, die Sonne lässt die Dämmerung ziehen, die Vögel in den Bäumen singen. So ein schöner Tag, so ein froher Tag, so ein Tag mit mein neues Saurierbuch. Das zeige ich jetzt Benjamin. Wiedersehen. Saurierbuch? Hey, vielleicht sind da auch Flugsaurier drin. Das kann interessant werden, Freunde. Mir nach! Du, Benjamin, hör mal, ist das nicht irre? Wenn so ein Flugsaurier seine Flügel ausbreitete, dann war er 22 Meter breit. Wahnsinn! Na, friedlich sehen die nicht gerade aus, Otto. Ich find sie aber toll. Du, Benjamin, seit wir im Unterricht über die Steinzeit reden, finde ich die Schule richtig gut. Ach, herrje! Carla Kolumna, die rasende Reporterin, jetzt ist es mit der Ruhe vorbei. Herr Blümchen! Otto! Eine Katastrophe! Ein Drama! Aber Frau Kolumna, was ist denn mit Ihnen los? Ach, der Bürgermeister eröffnet heute die Ausstellung Neustadt in der Steinzeit. Ach, es ist grauenvoll. Wahnsinn, Benjamin. Da müssen wir sofort hin. Ich finde die Steinzeit toll, nicht grauenvoll. Ich meine doch, grauenvoll ist, dass ich was vergessen habe. Was haben Sie denn vergessen, Frau Kolumna? Ich hab vergessen, in meiner Zeitung anzukündigen, dass der Bürgermeister um 11 Uhr die Eröffnungsrede vor dem Museum hält. Kein Mensch wird da sein. Doch, wir! Los, Benjamin, es ist 10 vor 11. Das schaffen wir noch. Wo sind die Leute, Pichler? Mein Publikum, meine Wähler! Ja, ich weiß nicht, Da! Da kommt
kommt das Publikum, Herr Bürgermeister. Eine riesige Masse, sozusagen. Ja! Halt! Herr Blümchen, hier geblieben! Zuerst kommt meine Rede. Außerdem ist die Museumstür viel zu klein für Elefanten. Nanu, wo ist denn... Pichler, wo ist denn meine Brille? Ja, wo ist sie denn? Na komm, wo bist du denn? Hast du dich hier versteckt? Sucht mal schön, ich komme! Wirklich, bisschen eng. Da geht's lang. Wohl zu viel gefrühstückt, was? Gar nicht. Nur 10 Zuckerstückchen, ehrlich. Guck mal, Benjamin, die Flugsaurier. Oh, Mann. 22 Meter sieht ja viel größer aus, als es sich anhört. Ohne diese Brille sieht's gar nicht so schlimm aus. Brauche ich nicht mehr. Da drüben sind die Riesensaurier, Benjamin. Guck mal hier, eine Mutter und ihr Baby. Und das? Was ist das, Otto? Das ist eine Falle, Benjamin. Für Mammuts. Vorsicht! Mammuts? Was sind Mammuts? Zeig ich dir gleich. Guck erst mal hier. Steinzeitmenschen. Komm doch mal. Die bewegen sich ja gar nicht. Und was haben die denn für komische Felle an? Das sind Mammutfelle, Benjamin. Die waren schön warm. Und auf das Feuer, da mussten die Leute immer gut aufpassen. Das durfte nie ausgehen. Na sowas. Dann hatten die wohl noch keine Streichhölzer, oder? Natürlich nicht. Sieh mal, Otto. Was sind denn das für komische Bilder an der Wand hier? Die haben damals einfach ihre Bilder mit Steinen in die Wand geritzt. Und das da ist ein Mammut. Aha. Vielleicht waren diese Mammuts deine Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern, Benjamin. Und da drin haben die Steinzeitmenschen ihr Essen gekocht. Oh, in dem Unterkiefer von einem Saurier? Ob die Steine gekocht haben in der Steinzeit? Bestimmt nicht. Da gab's Mammutsuppe. Mammut? Mammutsuppe? Otto, willst du damit sagen, die Steinzeitmenschen haben meine Ur-Ur-Ur-Ur-Oma und meinen Ur-Ur-Ur-Ur-Opa aufgegessen? Ich glaub schon. Och, Otto. Nein, nein, nein. Benjamin, was ist denn? Keine Mammutsuppe. Nein. Benjamin! Hey, Benjamin! Was ist denn? Ich muss mich ausruhen. Mir ist so komisch im Kopf. Vor meinen Augen dreht sich alles. Ich glaube, ich muss ganz lange nachdenken. Nanu? Wo bin ich? Das ist ja alles so... so anders. Irgendwie anders. Also, so ein Tier, das habe ich noch nie gesehen. Wo fliegst du hin? Gulliver? Also, kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich bin das nicht. Ich nicht. Psst, Vogel. Da. Achtung, pass auf. Yuppie!
mein Po. Ja, Otto. Hä? Otto? Wieso Otto? Aua. Aber wieso sprichst du? Also irgendwie siehst du aus wie ein Mammut, aber irgendwie doch nicht. Ich bin Benjamin Blümchen. Ich bin doch kein Mammut. Ich bin ein Elefant. Elumpant? Ach, Elefant heißt das. Elumpant? Hallöchen, Freunde! Hm? Oh. Hallöchen! Die Steintafelfrau! Was ist das denn? Ein haarloses Mammut? Das muss ich sofort notieren. Carla Kolumna, Sie sind auch hier? Carla Kolumna? Papalapap. Haarloses Mammut gesichtet. Oh. Und es spricht, Steintafelfrau. Es redet wie wir. Das ist sensationell. Das muss ich sofort dem Höhlenmeister erzählen. Phänomenal. Was ist denn los? Warte! Oh! Oh, das ist ja Mutmut, das Mammutbaby! Nein, nein, das dürfen Sie nicht! Aber das ist ja der Bürgermeister und sein Sekretär Pichler! Schnell, Elumpan! Wir müssen Mutmut befreien! Der Höhlenmeister will Mammutsuppe kochen! Mammutsuppe? Niemals! Terror! Hab keine Angst mehr. So, komm schnell, mein Kleines. Sensationell! Haarloses Mammut befreit das Mammutbaby aus den Klauen des gierigen Höhlenmeisters. Schwein, Steintafelfrau! Hey, unser Essen! Unsere Suppe rennt weg! Helfer, hinterher! Zu den Schuhen! Mir nach! Du brauchst keine Angst mehr zu haben, Kleines. Du bist in Sicherheit. Der Höhlenmeister kann dir nichts mehr tun. Mhm. Sei nicht mehr traurig. Lach doch mal, ja? Ihr lang, Höhlenmeister! Nein, nicht dahin! Aua! Zuckerstückchen. Hier? Hm. Hurra! Er mag sie! Da, Chef, ich sehe sie. Jetzt haben wir sie. Kommt schneller! Ich kann ja schon. Och, ist das steil. Beeil dich, Baby. Du wieder eine Brücke! Ich befehle es! Jawohl, er befiehlt es! Nein? Na gut. Dann eben nicht. Ah, was sehe ich denn da? Wie wär's damit, Chef? Ahoi, Helfer! Volle Kraft voraus!
Euch kriege ich noch. Ich will meine Suppe haben. Denkst du? Reingefallen? Auf Wiedersehen, Herr Riesensaurier. Und vielen Dank. Du bist entlassen, Helfer. Und zwar fristlos. Aber Chef, da, das Vieh guckt gerade nicht schnell nichts wie rüber. Sehr komisch. Hals- und Beinbruch, Höhlenmeisterchen. Verflixt, das ist aber ganz schön rutschig hier. Natürlich tue ich das. Törö! Törö! Törö, törö, törö! Trump, heißt Trump. Das etwa, dass ihr immer zu Angst haben müsst? Tom, Tom, törö, törö! Törö? Nein, nein! Mammuts dürfen nicht mehr gejagt werden. Nie mehr! Das werde ich diesem Höhlenmeister persönlich sagen, jawohl! Nein, Elumpant, geh nicht! Bitte, es ist zu gefährlich! Steinzeitler, ein haarloses Mammut stiehlt uns unsere kostbare Nahrung. Wir werden nicht eher ruhen, bis wir das Ungeheuer gefangen haben. Hast du das aufgeschrieben, Steintafelfrau, Wort für Wort? Da, Hilfe, da kommt es! Was ist das? Na, tasten Sie es doch ab, Chef, wenn Sie es nicht erkennen können. Das kitzelt ja. Merkwürdig. Keine Haare auf dem Rüssel? Keine Haare auf dem Bauch? Männer, ich habe den Elumpanten gefangen. Macht Suppe aus ihm. Schnell, den Kessel aufs Feuer. Und dann brauchen wir Gewürze. Ganz viele. Jawohl. Und beeilt euch. Ich hab Hunger. Und passt gut auf das Feuer auf, Frauen. Es darf niemals verlöschen. Denn ich will heiße Suppe. Hallo, Elumpant. Otto? Ja? Ich brauch Wasser. Wasser? Ja. Aber das Feuer! Oh nein! Das Feuer! Das ist ja katastrophal! Unser kostbares Feuer! Nein! Wir sind verloren! Otto, ich kann das Feuer auch wieder anmachen. Sag das mal weiter. Steintafelfrau. Ja. Er sagt, er kann das Feuer auch wieder anmachen. Oh, tatsächlich? Aber dann ist er ja ein Zauberer. Sensationell.
Ja, er kann es wieder anmachen. Und ob? Ist das wirklich echt, dieses Feuer? Vorsicht, Chef! Aua! Au! Oh. Elumpant! Ich befehle dir, mir sofort zu verraten, wie dieser Feuerzauber funktioniert! Hallo! Hier bin ich. Sie sehen wohl nicht besonders gut, Herr Höhlenmeister. Sie brauchen eine Brille. Moment! Hier, bitte. Na, was sehen die kleinen Kulleräugelchen? Hilfe, Mami! Zauberei? Zauberei? Wie heißt dieses Ding nochmal? Das ist eine Brille. Brille heißt das. Töre! Ich will die Brille wiederhaben! Das ist ein Befehl! Ha! Damit sie die armen Mammuts besser fangen können, was? Ja, natürlich. Damit wäre ich unbesiegbar. Auf ihn, Männer! Ich will die Brille und die Zauberhölzchen. Mir nach! Packt ihn ihm nach! Ich will ihn haben! Hab, 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 hab! Hab, hab, hab! Hab, 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 hab! Schön. Elumpant hat schon wieder etwas gezaubert. Sensationell! Das ist es also. Räder müssen rund sein. Das muss ich notieren. Haarloses Mammut erfindet Brille, rundes Rad und Feuer. Aber nur wer keine Mammuts ist, bekommt das Feuer und die Brille. Und ein richtiges Fahrrad. Tada! Ich will das haben. Alles, alles, alles. Bekommst du ja alles, Höhlenmeisterchen. Du musst einfach nur auf die Mammuts verzichten. Na, Höhlenmeister, was ist? Elumpant, ich habe einstimmig beschlossen, wir jagen keine Mammuts mehr. Krieg ich jetzt die Brille? Aber natürlich. Versprochen ist versprochen. Und das Steinrad brauche ich auch in Luxus-Sonder-Superausführung. Und die Zauberhölzchen. Ja, ja, natürlich. Großartig, Höhlenmeisterchen, wie immer. Klug und weise. Aber jetzt wird erstmal gefeiert. Schlag die Sonne, schwing die Keule, tanz am Feuer mit Geheule. Sich in der Steinzeit wiederfand. Da freuten sich die Mammuts sehr, denn nun gab's keine Jäger mehr. Schlag die Sonne, schwing die Keule, tanz und Feuer mit Geheule. Hurra, hurra. Das Steinzeitrad, das hat vier Ecken. Rollt nicht gut, bleibt gerne stecken. Räder mit der runden Form rollen dagegen ganz enorm. Schlag die Sonne, schwing die Keule, tanz und Feuer mit Geheule. Hurra, hurra. Es treffen sich die Ungeheuer, plauschen an dem Steinzeitfeuer. Geht die Flamme einmal aus, hol ich Zauberhölzchen raus. Schlag die Sonne, schwing die Keule, tanz und Feuer mit Geheule. Schlag die Sonne, schwing die Keule, tanz und Feuer mit Geheule. Schlag die Sonne, schwing die Keule, tanz und Feuer mit Hm.
Oh weia, die Streichhölzer sind nass. Der Elumpant ist ein Betrüger. Auf ihn mit Gewalt. Nein, nein, halt! Gulliver, also nein. Das kann man doch netter machen. Aber wo bin ich? Wo? Na hier, Benjamin. Im Museum. Also sowas. Ich... Sind die Mammuts alle gerettet? Und die Steintafelfrau? Wo ist der Höhlenmeister? Du hast wohl geträumt, Benjamin. Hm? Herr Blümchen, dieser Rabe da hat meine Brille geklaut. Jawohl, hat er, ganz bestimmt. Hm? Die Brille? Die kriegen Sie aber nur, wenn Sie die Mammuts in Ruhe lassen, Höhlenmeister. Mammuts? Wie bitte? Hallöchen, Herr Blümchen. Oh, Herr Bürger. Ich dachte, Sie wären schon weg. Ich meine, wegen, Frau Kolumna, Sie haben die Ankündigung meiner fantastischen Eröffnungsrede nicht gedruckt. Sie haben... Das ist nur ein Versehen, Bürgermeisterchen. Ich habe wichtige Termine. Wiedersehen. Frau Kolumna, stehen geblieben. Ich werde mich beschweren. Weißt du, was wir jetzt machen, Benjamin? Wir gehen in den Stadtpark. Halt! Halt! Wir gehen spazieren. Wie uninteressant. Ich zeig euch lieber meine neuesten Flugkunststücke. Ah! Mir doch! Ich bin der beste Flieger der Welt, das weiß man doch. Da kommt Bibi Blocksberg auf ihrem Besen. Schneller, Kartoffelbrei! Aha, da hab ich sie ja gefunden. Die Hexenbesen-Schnellflugformel. Ene, mene, bete, flieg schnell wie eine Rakete. Hex, Hex! Oh, okay, Kartoffelbrei! Hilfe! Hilfe! Kartoffelbrei, langsamer! Hörst du nicht? Ah! Elemene Affenschall, Hexenbesen fliegt normal. Ah! Na, Gulliver, kann ich nicht toll fliegen? Der Kleinen muss ich mal eine Lektion erteilen. Ja, ja! Nicht schlecht. Und jetzt pass mal auf, Gulli. Enemene Besen. Hopp! Reite Rodeo-Galopp. Oh, nein! Hilfe! Ein Kartoffelbrei, hör auf! Mami! Mami! Nein! Hey! Weg da! Oh nein! Der Spruch klappt nicht! Oh, oh. Mein Buch! Guck mal, da stürzt dein Flugzeug ab. Nein. Schnell, wir müssen den Piloten retten. Hilfe, helft mir doch. Huch, ein Untier. Ein Elefant, der auf dem Kopf steht. Ich will hier runter, lasst mich runter. Da hängt eine Fledermaus, Otto, und die spricht auch noch. Also, ich bin keine Fledermaus, ich bin ein Pilot. Tja, wenn das so ist, ich bin auch kein Untier, sondern ein Elefant. Gestatten, Benjamin Blümchen, der einzige sprechende Elefant der Welt. Töre! Auweia! Bitte helfen Sie mir! Natürlich. So kann das doch nicht gehen. Aber so. Und Mauer. Oh, weia. Oh, mein schönes Flugzeug. Meine Mami wird schimpfen. Und alles nur wegen eines kleinen Mädchens. Ein kleines Mädchen auf einem Besen.
Das hört sich ganz nach Bibi Blocksberg an. Bibi Blocksberg? Wer ist das denn, Otto? Na, Bibi Blocksberg, die kleine Hexe. Hexe? Eine kleine Hexe? Also, Otto, es gibt doch keine Hexen. Natürlich gibt es Hexen, Benjamin. Du brauchst gar nicht so zu lachen. Hör auf! Also, Benjamin, Bibi Blocksberg ist wirklich eine echte Hexe. Glaub es mir. Komm mit. Wir kommen wieder mit Bibi Blocksberg. Keine Sorge, sie macht alles wieder heil. Kartoffelbrei nicht galoppieren. Also, das war... Und wo ist mein Hexenbuch? Das habe ich über dem Stadtpark verloren. Leider. Was? Bibi! Oh, wer? Ich gehe schon, Mami. Du beschaffst mir sofort das Hexenbuch wieder, hörst du? Bist du der berühmte Benjamin Blümchen? Hm? Der aus dem Zoo? Berühmt? Nun ja, ein bisschen bekannt bin ich ja schon. Das ist mein Freund Otto. Kommt rein, Jungs. Was führt Sie denn zu uns, Herr Blümchen, Sie und Ihren kleinen Freund? Ich weiß nicht mehr recht. Es hatte irgendetwas mit Hexen zu tun. Ich glaub nicht an Hexen. Hexen sehen nicht so normal aus. Ach, sehen Hexen vielleicht anders aus? Zum Beispiel so? Ene mene Mexe, ich bin eine Märchenhexe. Hex, Hex! Oh. Ah. Bitte, oh. Schluss mit dem Quatsch. Der arme Herr Blümchen kriegt ja eine Gänsehaut. Oh. Ene mene Moor, Bibi wie zuvor. Hex, Hex! Das gibt's ja nicht. Ja. Aber wenn du wirklich eine Hexe bist, warum hast du dann das Flugzeug nicht heil gehext? Was soll denn das nun wieder bedeuten, Bibi? Flugzeug? Was für ein Flugzeug? Oh nein, es ist doch nicht abgestürzt. Bibi Blocksberg, wenn das wahr ist, dann bringt das sofort in Ordnung. Und mein Hexenbuch muss wieder her. Ja, Mami, ich flieg sofort los. Oh, darf ich mitfliegen? Wenn du mitfliegen willst, Benjamin, dann muss ich Kartoffelbrei verstärken. Ene, mene, merke, Kartoffelbrei sei stärker. Hex, hex. Na dann mal los. Und ich? Otto? Ja? Du könntest doch inzwischen zu Carla Kolumna laufen und ihr alles erzählen. Meinst du? Ja. Oh ja, das mache ich, klar. Bis nachher. Tschüss dann. So, es kann losgehen. Setz dich hinter mich. Alles klar, Benjamin? Alles klar. Och, ist das toll. Gleich fliege ich. Ich freue mich ja so. Ene, mene, Mai. Flieg los, Kartoffelbrei. Hex, Hex. Ich fliege. Für meinen Besenstiel. Ja, so kurven wir nach oben und die Sonne lacht uns zu. Wir schweben wie die Vögel und singen laut dazu.
brausen und wir sausen durch das Wolkenmeer. Und wir sausen und wir brausen überall umher. Wir fegen, fegen, fegen mit Kartoffelbrei auf und davon. Wir sind frei. Wir schweben die Wolken lang. Wir jagen zum Himmelsrand. Wir düsen zum Horizont, zur Sonne und zum Mond. Mit dem Besen fliegen wir hier oben ganz geschwind. Meine Ohren seht die flattern und die Haare wehen im Wind. Wir zischen durch die Lüfte, drehen Loopings irgendwo. Das finden wir ganz spitze, super toll, bravissimo. Ja, wir brausen und wir sausen durch das Wolkenmeer. Und wir sausen und wir brausen überall umher. Wir fegen, fegen, fegen mit Kartoffelbrei auf und davon. Eine Sensation? Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Bums, Hexe gegen Flugzeug. Erfahrener Berufspilot von böser Hexe zur Notlandung gezwungen. Das dürfen Sie nicht schreiben. Das ist doch gar nicht wahr. Bibi ist keine böse Hexe. Auch wieder wahr? Na ja. Hier kommt die Presse. Wo ist die Sensation? Aha, da haben wir ja die Bescherung. Das war einmal mein Flugzeug. Fantastisch. Sensationell. Ich hätte diesen Schrotthaufen glatt für eine intergalaktische Konservendose gehalten. Eine Hexe ist daran schuld. Eine Hexe auf einem fliegenden Besen. Mit großen glühenden Augen und einer Warze auf der Nase. Was sagen Sie da? Das stimmt ja gar nicht. Bibi hat keine Warze auf der Nase. Doch. Na ja, ist ja auch Schnuppe. Also dürfte ich jetzt um ein Foto von Ihnen bitten, Herr Bruchpilot? Selbstverständlich. Lächeln. Da sind Sie ja schon. Ist der Komplize der Hexe, der Rabe! Haltet ihn! Hilfe! Lächeln bitte! Und noch ein Foto! Nein! Na also, wunderhübsch! Die Hexe und der Dicke auch. Unglaublich, du freche kleine Hexe, wenn ich dein Vater wäre. Brüllen Sie das Kind nicht so an, Sie. Das geht aber wirklich zu weit. Jawohl, das geht zu weit. Bibi Blocksberg hat es nicht mit Absicht gemacht. Und sie wird doch alles wieder in Ordnung, Hexen. Nicht wahr, Bibi? Ja, es tut mir leid, ganz bestimmt. Und das Hexenbuch habe ich ja auch verloren. Hexe ist doch einfach her, dein Hexenbuch. Aber das ist es ja. Der Spruch, wie man ein Hexenbuch wieder herhext, steht doch im Hexenbuch. Oh nein, das halte ich nicht aus, kleine verrückte Hexen, dicke graue Elefanten. Jetzt reicht's aber. Ich bin nicht dick. Töre! Wo ist er denn? Da, der Spruch könnte passen. Ene, mene, mingen, du hast zwei neue Schwingen. Hex, Hex! Ach, nein. Aha, der. Ene, mene, Schlumpf, du kriegst jetzt einen Sumpf. Hex, Hex! Nein, halt zurück, ich hab mich
versprochen, einen Rumpf, einen neuen Rumpf. Ach. Ene, mene, Melle, hübsch sei der Propeller. Ach, auch nicht. Otto, sag mal, wieso klappt es denn nicht? Bibi lernt doch noch, Benjamin. Sie muss noch viel üben. Das kann man wohl sagen. Ich hab ihn gefunden. Das muss er sein, tausendprozentig. Ene, mene, Meile, Flugzeug wieder heile. Hex, hex. Flugzeug, mein liebes kleines Flugzeug. Oh, Bibi, schöner als zuvor. Sensationell! Das gibt eine Story. Ich sehe schon die Sensationsüberschrift vor mir. Schnell noch ein Foto, bitte. Lächeln, Freunde. Oh, ich will auch aufs Foto. Ah. Was soll denn das? Tschüsschen alle miteinander. Tschüss. Tschüss. Gar nicht so unbequem, wenn man nicht selbst zu fliegen braucht. Tschüss, Benjamin. Tschüss, Otto. Tschüss, Gulli. Ene, mene, Mai. Flieg los, Kartoffelbrei. Hex, hex. Danke, Bibi. Es war ganz toll. Weißt du was, Otto? Jetzt habe ich einen Riesenhunger. Ich auch. Hallo, Benjamin. Hä? Mittagessen. Hm. Weil es so heiß ist, gibt's nur Nachtisch. Hm, Himbeereis. Schönes rosa Himbeereis. Oh, Himbeereis. Na. Hier, bitte. Lecker. Ein Elefanteneis. Oh. Lecker. Obwohl mein Lieblingseis natürlich Zuckerstückchen-Eis ist. Himbeereis für meine lieben Kiechen. Hallöchen! Hallöchen! Neuigkeiten, meine Herren! Sensationen! Was für Sensationen? Hier! Schon morgen großer Ballonflugwettbewerb in Neustadt. Wahnsinn! Was? Wirklich? Ein Wettbewerb mit echten Heißluftballons? Aber ja! Selbstmurmelnd? Hm? Super! Toll! Sag ich doch, die Sensation! Och, ich möchte auch mal mit so einem Ballon fliegen. Siegerblümchen, Sie sind doch selbst fast ein Ballon. Hm? Was? Frau Kolumna, was heißt das? Naja, ich meine doch nur, dass Sie für einen Ballonflug wohl zu schwer sein dürften. Pah, das ist noch gar nicht aus. Probieren geht über Studieren. Da ist was dran. Oh. Wie viele Leute haben sich denn schon angemeldet? Naja, genau gesagt, bis jetzt nur eine. Was? Nur eine? Och, das ist doch gar kein Wettbewerb. Aber wer hat sich denn angemeldet? Wie heißt er doch gleich? Ach ja, ein Baron, ein, von Zwiebelschreck. Was? Hab ich eben richtig gehört? Otto, da machen wir auch mit. Wir beide fliegen, ja? Ja, wir beide. Und wir besiegen diesen gemeinen Kerl, ganz bestimmt. Na klar, hurra! Und der gemeine Baron wird verlieren, weil er uns nie auf seiner Campingwiese zelten lässt. Hurra, wir werden Ballon fliegen, wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen. Ich freue mich so, ich freue mich so. Kinderchen, nun regt euch mal ab. Habt ihr denn überhaupt einen Ballon? Einen Ballon? Na ja, ich frag ja nur. Oh je, wir haben keinen Ballon. Och Mann, so ein Mist aber auch, so ein Ärger. Herr Blümchen, nicht verzagen, Carla Kolumna fragen. Was den Ballon betrifft,
Mir fällt da gerade etwas ein. Was denn? Auf dem Redaktionsspeicher liegt noch ein alter Reklameballon. Ich fürchte nur, der wird inzwischen reichlich durchlöchert sein. Durchlöchert? Kein Problem. Wir können ihn doch reparieren, oder? Möglich. Ich kann ihn ja mal holen. Bin gleich zurück. Tschüsschen. Tschüss. Benjamin, der fliegende Elefant. Also, ich finde, das Ganze ist wieder eine Schnapsidee. Die Luft gehört doch uns Raben. Ah! Oh, was machen Sie denn da, Herr Blümchen? Der ist ja wirklich reichlich kaputt. Kriegen wir wieder hin, Otto. Mit den tollen Ledernadeln von Schneider Schnippschnapp. Kein Problem. Dann mal los, Freunde. Frisch ans Werk. Oh, oh. Tut mir leid, Gulliver. Och, ich glaube, im Schreiben bin ich doch besser als im Nähen. Ach, Herrjechen. Da fällt mir was überaus Wichtiges ein. Ich muss dringend in die Redaktion. Tschüss, bis morgen. Und vielen Dank. Toll. An dem Blümchen erkennt gleich jeder, wer mit dem Ballon fliegt. Hm? Hey, was soll das denn? Baron von Zwiebelschreck. Ha, Herr Blümchen, höchst interessant. Man versucht wohl, einen Ballon zu flicken, hä? Wollen Sie im Ernst am Wettbewerb teilnehmen mit diesem schlappen Sack? Jawohl. Mit diesem schlappen Sack werden wir fliegen und siegen, Töre. Wie überaus komisch. Ein fliegender Elefant. Wir sollten weiterfahren, lieber Onkel. Ich finde es hier unerquicklich. Es stinkt nach Tieren. In der Tat. Aber der Weg zum Fluss ist durch den Zoo viel kürzer. Bäh, Fatzkes! Ha! Von denen lassen wir uns niemals unterkriegen. Ha, niemals. Los, weiter, Otto. Frau Kolumna, hier ist der Originaltext meiner Siegerrede. Exklusiv für Sie und Ihre Zeitung. Bitte sehr. Und so freue ich mich, den Siegespokal der Stadt Neustadt unserem Ehrenbürger, Baron von Zwiebelschreck. Ha! Bürgermeisterchen, ich muss mich hier wohl verlesen haben. Wieso? Zwiebelschreck, Sieger? Da hat unser Herr Blümchen wohl auch ein Wörtchen mitzureden, oder? Ja, ich will mal Folgendes sagen. Ich meine nur, es wäre sehr schön, wenn Baron von Zwiebelschreck... er will nämlich Neustadt eine nicht unbeträchtliche Summe für die Renovierung des Museums zukommen lassen, falls er gewinnt. Herr Bürgermeister, ich bin entsetzt. Wissen Sie, wie mir das vorkommt? Wie Betrug, jawohl. Aber... harte Worte, Frau Kolumna, jawohl, harte Worte. Ich habe es plötzlich eilig. Auf Wiedersehen, meine Gnädigste. Also das ist ja wieder mal typisch. Unser Bürgermeister steckt mit diesem Zwiebeldreck, Dreck unter einer Decke. Nähen macht Spaß, Otto. Finde ich auch, ja. Ich habe mich noch nicht einmal gepiekt. Aua, ich aber... Wach geschnarcht. Na sowas. Ist ja schon fast Abend. Jetzt fehlt uns nur noch eine Ballongondel. Oh, es ist schon spät. Ich muss nach Hause. Ja, Otto. Und die Gondel? Da habe ich schon eine Idee. Verrate ich dir aber erst morgen. Schlaf schön, Otto. Na dann, tschüss, Otto. Benjamin.
Meine Badewanne! Benjamin! Meine Badewanne, die ist verschwunden! Geklaut worden! Nee, Karl, die ist hier! Guck mal um die Ecke! Aber, das ist doch... Deine Badewanne, Karl! Aber, ich verstehe gar nichts mehr. Mit meiner Badewanne soll Benjamin den Wettbewerb gewinnen? Wenn Benjamin gewinnt, ist das doch eine gute Reklame für unseren Zoo, oder? Ihr habt recht, Karl. Naja, wenn man das so betrachtet, trotzdem, meine Badewanne. Und zieh dich warm an, hörst du? Warm anziehen? Ich? Aber wieso denn? Es kann losgehen, Herr Tierlieb. Hab ich denn? Ja. Fertig zum Probeflug. Ja. Hä? Fertig. Aufgepasst. Den Gashahn aufgedreht. Seid bloß vorsichtig damit, Kinder. Sind wir, Herr Tierli? Viel Glück. Aber wieso fliegen wir denn nicht? Was ist los? Ja. Ach so, verstehe. Wir haben zu viel Ballast. Ja, was hast du denn da reingetan, Benjamin? Wackersteine? Nein. Das ist mein Zuckerstückchenvorrat, Herr Tierlieb. Ich dachte, ich wollte... Der bleibt hier. So, bitte, meine Herren. Wir fliegen, Otto, wir fliegen! Hurra! Hurra! Passt auf die Flamme auf! Die fliegen glatt ohne mich los. Unverschämtheit! So was kann ich auch. Ballast. So ein Quatsch. Oh, tut mir leid. Schnell! Wo ist denn die Bremse, Otto? Eine Bremse gibt es nicht. Also, wenn wir runter wollen, müssen wir das Feuer kleiner stellen. So? Halt, nicht so klein! Mehr Feuer! Och, dieses verflixte Ding! Benjamin, dreh auf, sonst stürzen wir ab! Ich mach ja schon! Mir reicht's, zu unruhig hier! Probeflug. Dieser dumme Elefant und der drei Käsehoch sind im Heu gelandet. Schadet ihm gar nichts. Übrigens, ich finde Ballons höchst langweilig. Bring uns lieber zum Fluss, Onkel. Adieu, ihr armen Bruchpiloten. Bis heute Nachmittag beim Wettbewerb. Bruchpiloten, dieser... Mir fehlen vor Wut die Worte. Hey, mein Heuhaufen! Na, wartet! Würden die Herrschaften ihren Ballon gütigst aus meinem Heuhaufen entfernen? Sonst gibt's nämlich kein Mittagessen. Wird sofort erledigt, lieber Karl. Herzlich willkommen!
willkommen beim Neustädter Ballonflugwettbewerb. Der große Augenblick ist endlich gekommen. Ich wünsche im Namen aller Neustädter Bürgerinnen und Bürger, dass der Beste gewinnen möge, Herr Baron von Zwiebelschreck. Hey. Na ja, oder Herr Blümchen mit seinem Assistenten. Na ja, wir werden ja sehen. Start frei. Achtung. Fertig. Los. Guten Flug, Benjamin. Pass schön auf, Otto. Wird schon schief gehen. Oh, ja, aber wieso fliegen wir denn nicht? Leben Sie wohl, Herr Blümchen. Benjamin, zu viel Ballast. Ja, ja. Mehr Feuer, Benjamin, mehr Feuer. Bis bald am Ziel. Huch, Gulliver. Na, meinetwegen. Das gibt eine Story. Sensationell. Ballonfahrt, die ist luftig, ne Ballonfahrt, die ist schön. Denn da kann man Elefanten durch die Wolken fliegen sehen. Juppidu, Töre, Juppidu, das ist schön. Ja, hier kann man Elefanten durch die Wolken fliegen sehen. Ja, hier kann man Elefanten durch die Wolken fliegen sehen. Kleiner Otto sitzt mit mir in dieser Wanne. Wäre er so schwer wie ich, hingen wir längst in einer Tanne. Juppidu, Töre, Juppidu, das ist schön. Ja, hier kann man aus der Tanne unsere Welt von oben sehen. Ja, hier kann man aus der Tanne unsere Welt von oben sehen. Wir sind schlauer, wir sind besser als da drüben dieser Schuft. Denn wir fliegen mit Karacho in der Wanne durch die Luft. Juppidu, Töre, Juppidu, das ist schön. Ja, hier kann man Elefanten durch die Wolken fliegen sehen. Ja, hier kann man Elefanten durch die Wolken fliegen sehen. Wir fliegen, wir siegen. Wir lassen uns nicht unterwegen. Nie, niemals! In unserem Ballon, da gibt es kein Pardon. Ne Ballonfahrt, die ist luftig, ne Ballonfahrt, die ist schön. Denn da kann man Elefanten durch die Wolken fliegen sehen. Juppidu, Töre, Juppidu, das ist schön. Ja, hier kann man aus der Tanne unsere Welt von oben sehen. Ja, hier kann man aus der Tanne unsere Welt von oben sehen. Sieh nur, Benjamin, die schwarzen Wolkenberge da vorne. Wo? Wenn bloß die Flammen nicht ausgeht. Ich mach sie größer. Oh. Auch das noch. Auf Wiedersehen, meine Herren. Ha, so ein Angeber. Wieso ziehst du nicht den Stöpsel aus der Wanne? Oh Mann, na klar! Ich Dummkopf! Scheußlich! Der arme Herr Blümchen, der arme Otto! Aber trotzdem sensationell! Ein fantastisches Unwetter! Otto, die Flamme. Was ist mit der Flamme? Schnell, Benjamin, die Streichhölzer. Oh, auf Eier. So ein Mist. Am besten wir kehren wieder um, Benjamin. Oh, geht nicht, wir haben keinen Rückwärtsgang. Oh, Hilfe! Toll. Flick!
verdammte schwarze Wolke! Ich sehe das Ziel nicht mehr! Wo bin ich? Benjamin, wir gewinnen! Ja! Da ist das Ziel! Herr Blümchen und Otto an der Spitze! Ja! Sensationell! Das Schlauchboot! Die Kinder! Das sind die Zwiebelschrecks! Hilfe! Hilfe! Sie treiben auf den Wasserfall zu! Hilfe! Hilfe! Wir müssen helfen! Schnell! Runter! Sie geben auf, diese Memmen! Ich, Baron von Zwiebelschreck, werde gewinnen! Hilfe! Hurra, Pokal! Bald bist du mein! Hilfe! Oh, Benjamin, schnell! Steck den Stöpsel wieder rein! Alles klar, Otto! Ups! Hilfe! 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 Hilf uns! Ruhe, ganz ruhig! Bin schon da! Los, auf meinen Rüssel! Schnell! Rüber! Ich fange! Festhalten! Oh. Oh. So! Und jetzt nach oben! Wir sind zu schwer! Wir kommen nicht mehr hoch! Klar! Oh. Ballast weg! Hurra! Benjamin Blümchen hat uns gerettet, Wilhelmine. Ja, und der Junge auch. Vielen Dank. Wo ist denn bloß Onkel Zwiebelschreck? Bitte Ihr Trinkgefäß, Pokalbaron. Hurra! Hurra! Hey, halt! Wo rennen Sie denn hin? Wollen Sie mich gratulieren? Sensationell! Herr Blümchen hat die Kinder gerettet! Was? Na, die Kinder! Fantastisch! Großartig! Noch ein Foto. So ist's schön. Ja, ja, unser Benjamin. Ja, 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 Blümchen! Ja. Wenn ich eine Rede vorbereitet hätte, würde ich sie jetzt halten. Wie? Immer dreht sich alles um diesen Elefanten. Das Wichtigste hat der Baron vergessen. Den Siegerpokal. Aber Wilhelm, Wilhelmine, was ist denn passiert? Beinahe wären wir ertrunken. Und dann sind wir über seinen Rüssel geklettert. Lass mich mal erzählen. Also, das war so. Wir waren schon ganz dicht am Wasserfall. Da hat er uns gerettet. In allerletzter Sekunde. Also, hier, Herr Blümchen, der Pokal gebührt ja wohl Ihnen. Oh, aber nein. Den Wettflug haben Sie doch gewonnen. Nein, nein. Der moralische Sieger sind ja wohl Sie. Er gehört Ihnen. Aber das kann ich nicht annehmen, Herr Baron. Das ist gegen die Regeln. Hier geht es um Rettung, nicht um Regeln. Hier, bitte. Danke. Bitte. Oh, danke. Sehr komisch. Seit heute Nachmittag versucht Zwiebelschreckchen, den Pokal loszuwerden. Und unser Benjamin will ihn nicht haben. Er hätte eben zwei Pokale stiften sollen. Und wenn ihr das nächste Mal bei uns im Zoo seid, dürft ihr bestimmt auf Benjamin reiten. Au ja.
Herr Blümchen, ich bleibe dabei. Hätten Sie weitergemacht, dann hätten Sie mit Sicherheit auch gewonnen. Aber im Ziel waren Sie zuerst. Ich will aber kein Sieger sein. Ich auch nicht. Ah, ist denn das zu fassen? Wenn keiner den Pokal haben will, dann nehme ich ihn eben. Bin sowieso der beste Flieger, oder? Tschüss! Sitzt mit mir in dieser Wanne. Wäre er so schwer wie ich, hingen wir längst in einer Tanne. Juppidu, töre, Juppidu, das ist schön. Ja, hier kann man aus der Tonne unsere Welt von oben sehen. Ja, hier kann man aus der Tonne unsere Welt von oben sehen. Wir sind schlauer, wir sind besser als da drüben dieser Schuft. Denn wir fliegen mit Karacho in der Wanne durch die Luft. Juppidu, töre, Juppidu, das ist schön. So kurven wir nach oben und die Sonne lacht uns zu. Wir schweben wie die Vögel und singen laut dazu. Ja, wir brausen und wir sausen durch das Wolkenmeer. Und wir sausen und wir brausen überall umher. Wir fegen, fegen, fegen mit Kartoffelbrei auf und davon. Wir sind frei. Wir schweben wie Wolkenland. Wir jagen zum Himmelsrand, wir düsen zum Horizont, zur Sonne und zum Mond. Mit dem Besen fliegen wir hier oben ganz geschwind. Meine Ohren seht die flattern und die Haare wehen im Wind. Wir zischen durch die Lüfte, drehen Loopings irgendwo.